Komm. Du für einer. Das ist dann der Froschbubbel oder was? Oh, hier sind ja überall Gegner. Danke, mein Freund. Ja, bitte, mein Freund. Ach komm, Leute. Egal, den einen haben wir. So, sehr schön. Jetzt haben wir einfach Kügel. Wo ist jetzt meine Kiste? Also, Muschel. Muschelkiste. Wo ist sie jetzt? Warte. Hallo? Achso, falsche Taste. Gut, sehr gut. Jetzt habe ich mich so von dieser Dings ablenken lassen, von der Muschel, dass ich gar nicht aufgepasst habe, wo ich hin muss. Ein Mega-Äther. Ja, sowas, das ist immer gut. Muss man sagen. Okay. Ich frage mich, ob es hier auch so Dings gibt. Ja, gut, versteht sich, ne? Ein Methylerz. Hier, ob es dieses diese Trio-Fähigkeit gibt unter Wasser. Oh, die halten ganz schön viel aus. Hier. Sehr gut. So, klein machen wir alles. Da ist der. Hä? Die erinnern mich so ein bisschen an Murlocs irgendwie. Ja. Tritons Gemach. Schon lustig, dass da hinten ein Bild vom Palast ist, aber wir angeblich schon in das Gemach reinschwimmen. Das war sehr knapp. Solange ich meinen Dreizack habe, werde ich diese Kreaturen innerhalb des Palastes nicht dulden. Vater? Oh, Ariel, wann wirst du endlich verstehen, dass es gefährlich ist? Da draußen lauern seltsame Kreaturen. Habt Acht! Ihr schwimmt vor dem Herrscher der Meere! Seine Majestät, König Triton! Und wer ist das? Mit ihnen haben wir diese Kreaturen besiegt. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Wir kommen von einem Ozean sehr weit entfernt. Ja, wir sind hier, um das Schlüsselloch zu suchen. Das was? Was ist das? Na ja, das ist... Sowas gibt's hier nicht. Bestimmt nicht hier. Aber Vater! Ariel, kein Wort mehr. Du darfst den Palast nicht verlassen. Ist das klar? Als ob wir uns daran halten. Ach, vielleicht bin ich zu streng. Ich bin doch nur um ihre Sicherheit besorgt.
Natürlich, Eure Majestät. Aber zugegeben, jetzt bin ich ziemlich neugierig auf das Schlüsselloch. Das hat dich nicht zu beschäftigen, Sebastian. Hast du etwas zu berichten? Wie ihr vermutet hattet, Euer Majestät, sie scheinen aus Ursulas Grotte zu kommen. Ich wusste es. Diese Meerhexe führt nichts Gutes im Schilde. Die Verbannung aus dem Palast hat sie wohl nichts gelehrt. Ja, sie stellt eine Bedrohung dar. Und ich hab dir doch befohlen, Ariel von Gefahren fernzuhalten. Oder etwa nicht? Euer Majestät, bitte, ich... Okay. Also von ihm kann man wohl gerade keine Hilfe erwarten. Ist das das, was ich denke? Aber das ist, sieht irgendwie anders aus, das Zeichen. Das sind drei Herzen oder sowas. Ja, das sind so drei Herzen. Hm. Vielleicht sieht es auch nur anders aus als weißes. Ich weiß es nicht. Wir dürfen den Palast nicht verlassen. Ja, dann schwimmen wir doch mal einfach heraus. Kommt mit zu meinem Versteck. Ich möchte euch etwas zeigen. Dort ist es. Ja, und den Stein machst du jedes Mal selber weg, oder was? Habe ich so meine Zweifel dran, meine Liebe. Den weg. Den weg. So. Ich finde das übrigens ein bisschen anstrengend, dass die Dinger immer nach unten fallen, diese Kugeln. Stückchen, da musst du mal runtertauchen, um die einzusammeln. Okay, da hinten liegt ein Item. Oh, das ist doch eine fette Qualle, oder? Ja, die ist so groß wie ich. Ein bisschen größer, oder? Ein bisschen mehr aus auch. Die ist, glaube ich, gerade weggeflogen. Also als Rauch. Einfach draufkloppen, das hilft immer. Aua. Hast du mich gerade angeatmet? Na klar, und nichts Besseres zu tun. Komm, Donald, steh mal auf hier. Ist doch nur eine Attrappe gewesen, oder? Seht euch all die wunderbaren Sachen an, die Fabius und ich gesammelt haben. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Eines Tages werde ich erfahren, wie es draußen ist. Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Nein, überhaupt nicht. Früher dachte ich genauso. Früher? Ich meine, jetzt auch. Warum suchen wir nicht zusammen das Schlüsselloch, von dem du erzählt hast? Aber dein Vater hat gesagt, ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Er verbietet mir immer alles. Er versteht mich einfach nicht. Ja. Gut. Ja, aber sie hat viel gesammelt. Sie war fleißig. Ist schön hier. Ganz unten. Ach, ich kann hier sogar was untersuchen. Klingt wie so ein Binärcode.
Hier ist eine Kiste. Mega Potion erhalten. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, kann ich hier noch andere Sachen angucken oder. Hier kriegen wir bestimmt auch eine neue Waffe übrigens mit Dreizack ähnlich, schätze ich mal. Würde halt passen. Muss ich hier raus oder? Ah, ne, geht gar nicht, das. Wand. An der Decke. Hä, wo ist denn. Oha. Ah, diese dämlichen Trottel werden das Schlüsselloch nie finden. Aber das Mädchen könnte sich nützlich erweisen. Und ich habe die Herzlosen auf meiner Seite. Triton, mein alter Freund, dein Stündchen hat geschlagen. Die Ursula. Hä? Festhalten. Cool. Ich muss selber loslassen. Okay. Jetzt müssen wir ja theoretisch irgendwo hinkommen, wo wir vorher nicht hinkommen. Zu dem. So, sehr schön. Den verkloppen. Ja, das war's. Ist gerade auch sehr eine kleine rausgekommen. So, lasst ihr mich jetzt in Ruhe? Nein, die lassen mich nicht in Ruhe. Schade. Ich wollte die Kiste looten. Kann ich jetzt die Kiste looten? Also, die Muschel looten. Was ist eine Magie-Muschel? Mithril-Erz erhalten. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal nach oben. Das muss ja jetzt irgendwo hingehen, wo wir vorher nicht hin konnten. Hier oben ist nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht, aber da ist. Steckt im Meeresboden fest. Was tun? Draufschlagen! Ja. Gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da tun kann, um die anzuheben. Okay, hier oben. Das ist schon wieder so eins. Komm schon. Oh, der hält aber echt viel aus, ne? Das ist so der Fette sozusagen. Ach, und außerdem kommen vier kleine, nicht zu wissen. So,
Immer drauf. Achso, das ist der Dolphin. Geh weg, Dolphin. Das Problem ist, ich weiß nicht wohin. Es ist hier fast noch unübersichtlicher als sonst wo. Ja, der war gut, Ronald. Respekt. Meeresströmung. Ach, das ist jetzt das hier. Atlantika. Ja, nur wohin jetzt? Ja, aber da geht's ja zu dem Palast. Ich glaube, hier geht's nur so im Kreis, oder? Ja. So, hier kann man raus. Da hinten geht's ja zu dem. Da geht's wieder zu der Muschel. Gehen wir mal da wieder zurück hin. Und nutzen mal die Möglichkeit zum Speichern. So, Muschel der Ruhe. Die hätte ich auch gerne zu Hause. Die Muschel der Ruhe. Ja. Hier gibt es aber nur zwei Wege. Von dem rechten kamen wir gerade. Von dem hier. Und hier geht es auch noch lang, aber da kamen wir ja auch nur dahin. Ja, keine Ahnung, wo geht's denn weiter? Ich bin gerade hier etwas überfragt, was hier weitergeht. Ja, da unten geht's in die Dings vom Palast, aber ich will ja gar nicht zum Palast. Aber es ist halt auch echt viele Wege her. Also nicht wundern, wenn man sich hier so ein paar Mal verschwimmt. Okay, wo sind wir jetzt? Einfach drauf. Sehr gut, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch weg. Sonst nicht. Okay. Ciao. Ist hier irgendwo hin? Ne, wir sind ja wieder hier. Okay, das ist alles hier so ein bisschen verwirrend. Wenn ich hier reinschwimme, komme ich ja nur da drüben wieder raus, oder? Also, da komme ich wieder zur Muschel der Ruhe. Verdammt. Hä? Wo geht's denn weiter? Ich verstehe es nicht ganz. Müssen wir vielleicht doch in den Palast zurück? Bin mir nicht so ganz sicher. Okay, hier sind zumindest wieder Gegner, aber das heißt ja noch lange nichts. Oh, da musste ich gerade niesen. Ja.
Irgendwie bin ich gerade aus dem Spiel rausgeflogen. Mann, ist wieder da, wieder da. Alles gut. Ich habe mich irgendwie so aus dem Spiel rausgenossen, würde ich sagen. Ja, schon wieder welche. Ich glaube, er hat seine Rolle nicht mehr, die er gerne hätte. Also. Aber ich verstehe ja trotzdem nicht so ganz, was weitergeht.